Ja, ich bin da am Vintage Computer Festival in der Roten Fabrik 2021 und ich möchte Ihnen eine von der allerwichtigsten Verschlüsselungsmaschinen präsentieren, genannt Enigma, in Übersetzung das Rätsel. Die Enigma-Maschine ist entwickelt worden im Anschluss an die Erfindung von der drahtlosen Telegrafie 1909 durch Ferdinand Braun. Der hat natürlich dann durch seine Erfindung eine ganz neue Ära der Verschlüsselungstechnologie eingeleitet. Enigma selber ist eine Erfindung vom Herrn Arthur Scherbius 1918 in Deutschland. Und die Erfindung hat zunächst überhaupt keinen Anklang gefunden, weder im Militär noch im Zivil. Geschäft. Der Herr Scherbius hat dann am Schluss sogar Konkurs gemacht. Aber 1928 hat die deutsche Wehrmacht hat dann plötzlich gesehen, dass man diese Maschine militärisch könnte einsetzen und vielleicht sogar sollte einsetzen. Und im Zweiten Weltkrieg ist die Maschine praktisch ausschließlich als Verschlüsselungsmaschine von Geheimnachrichten benutzt worden. Da sehen Sie den Aufbau von dieser Enigma. Ganz wichtig sind die drei Walzen, die Sie sehen, oben die bestimmt die Art und der Algorithmus von der Verschlüsselung ganz wesentlich. Unten sehen Sie eine Tastatur, ähnlich wie bei einer Schreibmaschine, und in der Mitte sehen Sie ein Lampenbrett, wo die verschlüsselten Nachrichten bzw. die verschlüsselten Buchstaben angezeigt hat. Auch wichtig ist, dass die Walzen können ausgewechselt werden. Ganz rechts sehen Sie eine Schachtel mit Austauschwalzen und die sind zum Teil dann eingesetzt worden, sobald der Find irgendwie eine Idee bekommen hat, wie Walzen und wie die Verschlüsselungsalgorithmen funktionieren. Zum Teil sind die Walzen jeden Tag ausgewechselt worden und zwar Punkt Mitternacht. Und die haben natürlich müssen ausgewechselt werden bei allen Maschinen, die im Moment beteiligt waren in dieser Situation, in dieser Militärsituation und insbesondere eben auch beim Sender und beim Empfänger müssen die genau gleichen Konstellationen von der Enigma existieren. Da sehen Sie den inneren Aufbau von einer Walze. Das ist ziemlich kompliziert. Ich werde jetzt auch nicht auf alle Details eingehen. Die Nummerierung, die Sie sehen, da entspricht dem Alphabet. Das heisst also, ein A ist 01, ein B ist 02 und so weiter. Die Nummern sprechen also genau der Reihenfolge im Alphabet. Und ganz wichtig ist da die Verdrahtung innerhalb von der Walze. Da sehen Sie, also dass jedes Zeichen sozusagen mit einem Draht ganz physisch verbunden worden ist mit einem anderen Zeichen, und das Ganze ist ein elektromagnetisches System, das heisst, wenn ein Strom ankommt bei einem Zeichen, dann ist der über den Draht geflossen zum nächsten Zeichen, und das hat natürlich bewirkt, dass innerhalb von jeder Walze eine vollständige Vertauschung von allen diesen Buchstaben, von allen diesen Zeichen stattgefunden hat. Da sehen Sie zwei Walzen und Sie sehen hier, wie die miteinander verbunden können werden, nämlich durch die Kontakte, die Sie links sehen in Form von Noppen und rechts sehen in Form von Blättchen, wo die Noppen dann drauf passen haben. Und immer dort, wo eine Noppe und ein Blättchen zusammenkommen, ist es möglich gewesen, dass der Strom von einer Walze zur nächsten Walze geflossen ist. Da sehen Sie es noch ein bisschen deutlicher. Ganz wichtig ist, dass die Walzen eben drehbar gewesen sind. Also die rechte Walze zum Beispiel hat sich können drehen nach links. Und je nachdem, wie die miteinander verdreht sind, die Walzen, sind die Kontakte, die ich vorher erwähnt habe, eben anders aufeinander gelegen. Und das hat insbesondere bewirkt, dass ein Zeichen, ein Buchstabe von der einen Walze mit einem anderen Buchstaben von der anderen Walze verbunden worden ist und damit durch die Verdrehung von der Walze wieder eine ganz andere Situation erzeugt hat. Die Walzen, wie gesagt, sind drehbar gewesen. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von der Enigma gewesen. Und es ist sogar eben so gewesen, dass nach jeder Zeicheneingabe, also jedes Mal, wenn der Mann, der die Verschlüsselungsnachricht versendet hat, wieder ein Zeichen eingegeben hat, ist die Walze, die erste Walze oder mindestens eine von diesen Walzen um eine Position weitergerückt. Und damit hat sich, wie gesagt, eben die ganze Situation, insbesondere eben die verschiedenen Kontakte, die aufeinander gelegen sind, total verschoben. Und das hat eben bewirkt, dass nach jedem Zeichen wieder ein ganz anderer Verschlüsselungsmechanismus, ein ganz anderer Verschlüsselungsalgorithmus passiert ist. Es gibt da verschiedene Versionen, wie ein
die Drehung oder die Verdrehung von diesen Walzen stattgefunden hat. Ich habe vorher gesagt, da habe ich gezeigt gehabt, dass sich die verdreht haben, und zwar nach einem Kilometerzählerschema. Also die erste Walze hat sich um eine Position verschoben. Nach jedem Rasterdruck, die zweite Walze hat sich nach immer 26 Zeichen, das heisst, wenn die erste Walze ganz einmal rundherum war, um eine Position weiter verschoben, und die dritte Walze hat sich immer dann um eine Position weiter verschoben, wenn die zweite Walze ganz rundherum war. Also der ganze Mechanismus entspricht eigentlich einem Kilometerzählerschema. Das ist ganz einfach im Grunde genommen, aber das ist, wie gesagt, das hat schon genügt, um die Vergodungsalgorithmen nach jedem Zeichen wieder zu ändern. Später hat es andere Varianten gegeben vom Vorschub von den einzelnen Walzen. Vielleicht ein bisschen komplizierter, vor allem durch Programmierbarkeit. Da sehen Sie ein Bild, das eine Art elektromechanische Programmierung andeutet. Und da ist es jetzt so, dass zwar eine Walze sich immer weiterhin um eine Position vorwärts gedreht hat, aber die anderen Walzen eben gemäss dem elektromechanischen Programm weniger regelmäßig. Da sehen Sie ein Beispiel von so einer Drehung, von so einem Drehmechanismus, allerdings nicht mit der Original Enigma, sondern mit der Enema. Das ist eine Nachfolgeversion von der Enigma, die in der Schweiz bei Zellweger hergestellt worden ist. Da sehen Sie jetzt 10 Walzen im Betrieb, und ich versuche mal, die zu starten. Und da sehen Sie jetzt, wie nach jedem Tastendruck die Rotwalze, das ist die Eingangswalze, sich um eine Position dreht, und die andere Walze gemäß einem Algorithmus, gemäß einem Programm, unregelmäßig, jeweils ebenfalls um eine Position. Und mit jeder Verdrehung ist, wie gesagt, der Algorithmus für die Verschlüsselung total neu gestaltet gewesen. Da sehen Sie ein Schema von dem Mechanismus, von dem Algorithmus, am Beispiel von einer vereinfachten Version. Sehen Sie zum Beispiel, wenn der Sender ein Q gedruckt hat, dann ist das über den Strom, mit dem Strom ist das da geflossen zu der ersten Walze. Dort ist es vertauscht worden mit der inneren Verdrahtung, die ich vorher gezeigt habe. Dann ist es je nach gegenseitiger Drehung von der ersten und der zweiten Walze wieder zu einem neuen Zeichen geflossen. In der zweiten Walze ist dort wieder vertauscht worden, gemäss der Verdrahtung von der zweiten Walze, ist nach außen geleitet worden, und wieder gemäss der unterschiedliche Verdrehung von der zweiten und der dritten Walze, dann von der zweiten in die dritte Walze geflossen. Und damit ist das Resultat von dieser Verschlüsselung oder das Resultat von dieser Chiffrierung entstanden und hat in dem Fall zum Beispiel ein G erzeugt. Also durch den Tastendruck von einem Q ist dann ein G entstanden als Verschlüsselung. Insbesondere ganz wichtig bei dieser Enigma ist, dass jeweils ein gleicher Buchstabe nicht wieder in einen gleichen Buchstaben besetzt worden ist. Wegen diesen sukzessiven Verdrehungen von einem Buchstaben zum nächsten. Da sehen Sie zum Beispiel die beiden M in der Meldung, das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, Aachen ist gerettet. Da sehen Sie bei diesen zwei M in Oberkommando, dass die das erste M in ein L übersetzt worden ist und das zweite M in ein D. Sie sehen da auch zum Beispiel bei gerettet am Schluss, sehen Sie, dass die beiden Ts unterschiedlich chiffriert worden sind. Das erste T ist in ein Z übersetzt worden und das zweite T ist in ein H übersetzt worden. Weiter sehen Sie ja, dass zum Beispiel beim H, bei dem Aachen, das H von Aachen, auch wieder in ein A können übersetzt werden. Also das heisst, es ist durchaus möglich, dass ein Buchstabe in einem gleichen Buchstabe besetzt worden ist durch so einen Mechanismus, eben wenn die entsprechenden Verträge ausgerechnet eben gerade so gewesen sind, dass ein H wieder in ein A übersetzt wird. Das Brechen von dieser Verschlüsselung durch sogenannte Häufigkeitsanalyse unmöglich gemacht. Eine Häufigkeitsanalyse besteht ja darin, dass man versucht herauszufinden, wie die Verschlüsselung von den einzelnen Buchstaben passiert, indem man die Häufigkeit anschaut, wie so ein Buchstabe im Text vorkommt. Also zum Beispiel ein E kommt sehr häufig vor, und wenn in einem verschlüsselten Text das K so häufig vorkommt, dann kann man zum Beispiel sehr leicht annehmen, dass das Ursprung von einem K ein E ist.
und so weiter. Oder zum Beispiel, wenn ein Y sehr selten vorkommt und in einem verschlüsselten Text ein D sehr selten vorkommt, dann kann man annehmen, dass das Y in ein D verschlüsselt worden ist. Im Fall von der Enigma ist so eine Häufigkeitsanalyse nicht möglich, weil, wie wir gerade gesehen haben, jedes Zeichen jedes Mal bei der Eingabe wieder kann grundsätzlich in ein neues Zeichen übersetzt worden sein. Also auch zwei gleiche Zeichen werden in unterschiedliche Zeichen übersetzt und damit versagt natürlich die Häufigkeitsanalyse gerade sofort total. Eine weitere Erschwerung bei der Entschlüsselung von dem ganzen System oder beim Knacken vom ganzen System ist durch das sogenannte Steckbrett entstanden, das man vorgeschaltet hat. Das heisst, ganz am Anfang, bevor die Zeichen überhaupt in den Walzen reingeflossen sind, hat man die schon einmal vertauscht. Mit Hilfe von diesen elektrischen Drähten hat man schon mal so eine Anfangsvertauschung gesteckt, wo man auch können variieren und eigentlich bei jeder Nachricht, die man wollte, wieder neu einstellen. Das hat die ganze Verkodierung eben nochmal um eine Stufe erschwert. Dennoch ist es in Polen aus verschiedenen Gründen dann an Marianne Rejewski gelungen, mit Hilfe von einem, so einem Monstrum, der eine Bombe getauft hat, ist ihm dann gelungen, die Enigma sozusagen zu knacken. Er hat also die erste Enigma, wo wir jetzt gerade kurz angesprochen haben, hat können knacken mit dieser Bombe. Und dadurch ist natürlich die ganze Enigma sozusagen wertlos geworden. Nachdem, oder ich muss vielleicht so sagen, noch zusätzlich erleichtert, oder hat Marianne Rejewski zum Beispiel die Tatsache, dass vor jeder Nachricht, ein Nachrichtenschlüssel platziert worden ist, und zwar in doppelter Ausführung. Der Nachrichtenschlüssel hat die Anfangspositionen von den einzelnen Walzen gezeigt. Zum Beispiel das DMT, das da steht, hat gezeigt, dass die erste Walze Position D angenommen hat, die zweite Walze Position M und die dritte Walze Position T, also jeweils Grundposition D, M und T. Das hat man dann nochmal zweimal geschrieben vor jeder Meldung, sodass es sicher nicht korrupt wird bei der Übermittlung oder wenn es korrupt ist, dass man das erkennt. Und obwohl, wie ich vorher gerade gesagt habe, dass die DMT, der Hinweis, dass der nicht wieder in zwei gleiche Triple von Zeichen übersetzt wird. In dem Fall ist es A, J, L, Y, U, E. Obwohl das so war, hat man natürlich gewusst, wenn man gewusst hat, dass das zweimal kommt am Anfang von einer Meldung, hat man natürlich, hat das natürlich die Knackung von dem System erleichtert. Weitere Erleichterungen haben darin bestanden, dass in vielen Meldungen so Sachen gestanden sind, Archetypen gestanden sind wie Heil Hitler. Wenn man gewusst hat, dass irgendwo in der Meldung vielleicht am Schluss oder am Anfang das Wort oder die Komposition Heil Hitler vorkommt, hat man natürlich aufgrund von dem auch einen Hinweis bekommen, was jetzt genau die Verschlüsselung ist und wie genau die Verschlüsselung funktioniert. Also das hat ganz sicher dem Marianne Rejewski ganz deutlich geholfen, so Sachen. Die deutschen Truppen haben dann natürlich das gehört, dass die Alliierten haben können den Code knacken oder die ganze Maschine knacken und dann hat es einen Wettlauf gegeben, da ist ein Wettlauf gestartet, den ich jetzt nicht im Detail erkläre, aber es hat einen Wettlauf gegeben zwischen den Knacker und den Bauer von der Enigma, die dann immer wieder neue Komplikationen eingebaut haben und der Wettlauf hat eben dazu geführt, oder der Wettlauf ist im Wesentlichen bestritten worden, nicht nur von den Deutschen, die die Maschine weiterentwickelt haben, sondern eben auch von einer Station X in England, wo Dutzende von hochintelligenten Leuten zusammentrommelt hat, die nichts anderes zu tun haben, also jeweils wieder den Code von der neuen Maschine, von der neuen Version von der Maschine neu zu brechen. Das war ein Projekt, das Ultra geheissen hat. Das Projekt Ultra in dieser Station X war natürlich hochgeheim. Niemand hat davon gewusst. Es gibt einen Film darüber, der heisst Imitation Game. Also wenn Sie interessiert sind, den zu schauen, dann ist es sicher spannend. Aber eben der Wettlauf hat also dazu geführt, dass es immer wieder neue Versionen gegeben hat von dieser Enigma. Und dann ist sie wieder geknackt worden, ist dann wieder eine Version geknackt worden. Dann hat es wieder eine neue Version gegeben, dann wieder geknackt worden und so weiter. Und eine wichtige Änderung oder wichtige Ergänzung, die dann dazu geführt hat, dass es praktisch möglich war, die letzte Version, die die Deutschen gemacht haben, eben auch noch zu knacken. Das war die Umkehrwalze. Man hat dann zu diesen drei Walzen, die Enigma schon hatte, noch eine vierte dazugefügt, eben sogenannte Umkehrwalze oder Reflektor. Das sehen Sie da links.
Der Reflektor hat bewirkt, dass eine Meldung, die durch die drei Walzen gelaufen ist und die Vertauschungen, wie ich sie vorher erklärt habe, vorgenommen hat, dass die dann durch den Reflektor wieder zurück reflektiert worden ist. Also das sehen Sie da, die Vorwärtsvertauschung ist rot eingetragen, da hat also einer ein T gedruckt auf der Tastatur, dann ist es zum T geworden in dem Steckbrett und das T ist, muss man sagen, zum K geworden auf dem Steckbrett. Das K ist dann eingeleitet worden in das dritte Rad, eben Right Wheel, das heisst die dritte Walze, und ist dort intern wieder in ein T übersetzt worden. Das T ist dann übergeleitet worden zu der nächsten Walze. In dem Fall ist die Verdrehung überhaupt nicht gewesen, da hat keine stattgefunden. In dem Fall ist wieder ein T gewesen und ist dann intern zu einem P übersetzt worden. Und da haben wir wieder keine Verdrehung zwischen dem linken und dem mittleren Rad in dieser Zeichnung. Und dann ist das P ist zu einem R geworden in der dritten Walze, in der linken Walze. Und dann in der Umkehrwalze ist das R zu einem D geworden. Und dann das D ist wieder zurückgeflossen, das D ist zu einem D geblieben, ist dann in ein G übersetzt worden, das G ist in ein R übersetzt worden, das R ist in ein W übersetzt worden und das W ist schlussendlich in dem Switchboard, in dem Plugboard, wo die Verdrahtungen stattgefunden haben, in ein G übersetzt worden und die Lampe hat dann als G aufgeleuchtet. Und interessant, und das war vielleicht auch ein Grund gewesen, wieso das die Reflektorwalze eingebaut wurde, ist, dass, wenn man das System anschaut, dann sieht man sofort, dass man das gleichzeitig für die Verschlüsselung und die Entschlüsselung benutzen kann. Wenn Sie nämlich ein G eingeben, statt einem T, dann fließt der Strom genau gleich wieder zurück, einfach zuerst entlang der blauen Kanäle wieder zurück zum Reflektor. Dort wird dann in dem Fall das D wieder in ein R übersetzt und dann fließt er entlang vom roten Pfad wieder zurück und kommt dann zum T und die Lampe T leuchtet auf. Also ganz interessant ist in dieser Reflektorwalze, dass eine sogenannte Involution erzeugt wird. Das heisst, dass wenn ich etwas eintippen und eine Lampe aufleuchtet, nachher tippe ich das ein, was auf der Lampe steht und dann kommt wieder das raus, was ich vorher eintippe. Also das heisst natürlich, dass ich die gleiche Maschine benutzen kann für die Entschlüsselung und die Verschlüsselung. Das war also ein ganz gewaltiger Fortschritt gewesen, logistischer Vorteil gewesen, dass die betreffenden Parteien, also Sender und Empfänger, haben die gleiche Maschine können benutzen für die Verschlüsselung und die Entschlüsselung. Das war die Stärke gewesen. Eine riesige Schwäche hat man allerdings übersehen und muss sagen, auch peinlicherweise auch Mathematiker haben das übersehen, dass durch die Situation mit dieser Umkehrwalze die möglichen Vertauschungen anzahlmässig ganz gewaltig reduziert worden sind. Nämlich ohne die Einschränkungen sind im Wesentlichen gewesen, dass es sind nur möglich gewesen, Involutionen ohne Fixpunkt, also umkehrbare Vertauschungen ohne Fixpunkt, und das hat dazu geführt, dass verglichen mit allen möglichen Vertauschungen, mit allen möglichen Permutationen, die möglichen Permutationen, die durch die Umkehrwalze erzeugt worden sind, gewaltig reduziert worden, sie es nicht gesehen, also es ist prozentmäßig ist es 0,0000, ich weiß nicht wie viel 0,2% noch rausgekommen, also von denen, die möglich gewesen wären. Grundsätzlich ohne die Einschränkung ist es so ein kleiner Prozentsatz gewesen, wo dann tatsächlich noch möglich gewesen sind durch die Umkehrwalze. Es ist immer noch eine riesige Zahl. Sie sehen also 79058538065. Eine riesige Zahl, ist immer noch sehr schwierig, das alles durchzuprobieren, aber eben viel, viel, viel leichter, als wenn die Einschränkung eben nicht stattgefunden hat. Und das ist dann auch der Grund gewesen, dass in dem Bletchley Park, also in der Station X, schlussendlich die Enigma mit der Umkehrwalze geknackt worden ist. Und zwar unter anderem durch den Alan Turing, der ja ein Pionier ist von der Informatik allgemein und der in Anlehnung von der polischen Bomba auch eine Maschine gebaut hat zur Entschlüsselung oder zur Imitierung von den verschiedenen Möglichkeiten. Und er hat das dann Bombe genannt. Der Alan Turing ist ganz wesentlich beteiligt gewesen am Knacken
Knacken von dieser letzten Version mit der Umkehrwalze. Und die Deutschen haben das nicht mitbekommen. Die Deutschen haben dann nicht mitbekommen, dass die Engländer die Maschine haben können knacken und sind immer noch der Meinung gewesen, dass sie verschlüsselte Geheimnachrichten versendet, obwohl die Alliierten die Nachrichten haben können lesen und entziffern. Und das hat dann dazu geführt, dass die Alliierten immer schon da gewesen sind, wenn die Deutschen einen Angriff gemacht haben. Also die Deutschen haben den Angriff gemacht, sie haben vorher durch Geheimnachrichten den Angriff angekündigt und die Alliierten haben das können entziffern und sind schon rechtzeitig da gewesen. Und das heisst, dass einflussreiche Politiker, wie zum Beispiel der Churchill, der hat dann sogar gesagt, dass der Sieg sei vor allem Ultra, also dem Projekt in dieser Station X, zu verdanken. Das hat er so behauptet, also das heisst, dass die Gelegenheit oder die Möglichkeit, eben die Enigma schlussendlich zu knacken, ohne dass die Deutschen Wind bekommen haben, sind sozusagen verantwortlich gewesen, dass die Alliierten schlussendlich einen Sieg erfahren haben oder einen Sieg erlebt haben und können erzeugen. Allerdings ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Und viele Historiker sagen heute, dass es nicht ganz so war, aber alle sind sich einig, dass die Arbeit in dieser Station X, also die Entschlüsselung, das Knacken von dieser Enigma ganz sicher einen alliierten Sieg beschleunigt haben und so eben den Weltenbrand um Jahre verkürzt haben. Also sie sehen, dass da so eine Maschine vielleicht viel einflussreicher war im Fortgang und im Ende von dem Zweiten Weltkrieg als viele andere Kriegsmittel und Kriegswaffen. Und das ist doch eine bemerkenswerte Angelegenheit. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass, und das führt jetzt so ein bisschen die Informatik rein, möchte ich erwähnen, dass heute die ganze Enigma, und zwar in allen Varianten, praktisch auf einem A4-Blatt programmiert werden kann und simuliert werden kann. Ich habe das gemacht für verschiedene Versionen. Alle Versionen unterscheiden sich also praktisch nur durch 2-3 Zeilen Code. Und das zeigt doch die gewaltige Macht oder die gewaltige Stärke der modernen programmierbaren Computer, wo statt einer komplexen elektromechanischen Konstruktionen einfach ein Programm verwendet, um das gleiche Resultat zu erzeugen. Und zwar eben in dem Fall sogar ein sehr kurzes Programm. Und nicht nur das, sondern alle die Varianten, die ich vorher kurz angetönt habe von der Enigma, die lassen sich da mit wenigen Zeilen simulieren oder emulieren. Das würde ich meinen, ist doch ein Triumph der Programmierung. Vielen Dank.